Obschon selber völlig unanfällig für Vulgäresoterik, bestreite ich trotzdem nicht einen gewissen Hang zum Aberglauben. Den hat mir wahrscheinlich meine slawischstämmige Großmutter mit auf den Lebensweg gegeben. Diese soll hellsichtig gewesen sein und zuweilen sogar mit den Toten gesprochen haben. Eine Grenzgängerin zwischen der realen Welt und dem Reich der Untoten, Hexen und Vampire. Schreckgespenster, welche unter dem Lack des Katholizismus seit Jahrtausenden in uns weiterbrodeln. Dunkler Wahn, der dazu führen kann, dass man sich eines Tages aus lauter Angst vor einem gnadenlosen Gott ein rostiges Schwert schwingend und crowleyzistische Beschwörungsformeln murmelnd am Rande des Wahnsinns unter einer Eisenbahnbrücke wiederfindet. Aus diesem Irrsinn gab es für mich keinen anderen Ausweg als den dialektischen Materialismus. Ganz anders mein alter Kumpel. Nennen wir ihn René. Ohne Traumfänger geht der nicht mehr ins Bett und hat heilige Träume von weißen Wölfen. Seine Wandlung vom Trotzkisten zum Millionenerben und Kleinstadtschamanen begann mit der Verfügungsgewalt über sein Vermögen und der Lektüre von Carlos Castañedas Die Lehren des Don Juan. Heute lässt er sich für ein kleines Vermögen von Elisabeth Tessier täglich seine Sternenkonstellation ausrechnen und richtet sogar seine geschäftlichen Transaktionen danach aus. Seither ist der René nur mehr halb so reich, aber immer noch reich genug, um sich seine metaphysische Weltanschauung leisten zu können. Einmal im Jahr knattert er mit seiner fransengeschmückten Harley-Davidson durch die Berner Voralpen nach Schwarzenburg zum Keltenfest, um sich Stiller Has reinzuziehen. Das sagt er jedenfalls. Doch ich glaube ihm nicht. In Wirklichkeit ist er auf der Suche nach seiner unglücklichen Jugendliebe. Nennen wir sie Cheyenne. Die lebt jetzt im Rüschek und ist ihrerseits vom kurzhaarigen Betthupferl und Mitglied der Gruppe Kritische Soziologen zur Schamanin mutiert. Früher hing sie noch den wirren Spätlehren Wilhelm Reichs nach. Mit Mühe und Not gelang ihr in den späten 70ern, nach 2 Wochen, vom Salzwasser fast aufgelöst, die Flucht aus dem Orgontank einer kalifornischen Psychosekte. Seitdem bietet sie Vollmond-, Menstruationsriten und Psilocybin-Partys an, weil zurzeit Mescalin nicht einmal in synthetisierter Form erhältlich ist. Boshaft polemisierte ich vor mich hin, während ich über die grauen Fäden in meinem Haar nachsinnte und die flaue Mondfühligkeit durch einen kräftigen Schluck Gin und eine Flasche Vollmondbier zu beruhigen suchte. Diese Unruhe, wenn sich der runde Silbermond in den Nachthimmel schiebt und man lieber allein bleiben sollte. Es soll ja in meiner Familie eine Reihe Mondsüchtiger gegeben haben. Leute, die sich am Morgen nicht erinnern konnten, dass sie in der Nacht in den Kleiderschrank gepisst und dabei erst noch Französisch geredet haben sollen. Das hat sicherlich alles wissenschaftlich erklärbare Gründe. Daran hielt ich mich immer fest. Sogar, als ich beim letzten Vollmond wieder dieses Nadeln unter der Haut verspürte, als ob mir tausende borstige Haare durch die Haut nach außen stechen würde. Dieses leichte Ziehen im Genick und dieses pochende Gebiss, welches ich immer wieder im Spiegel betrachten musste, weil ich fürchtete, meine Reißzähne seien gewachsen. Aus diesem Albtraum wurde ich erst durch meine sturmläutende Nachbarn gerissen. Ich soll die ganze Nacht über wie ein Hund gewinselt haben. Nach dem Vollmond setzte der Regen wieder ein und überschwemmte die Täler. Gut im dritten Stockwerk zu wohnen, weit weg von den verschlammten Gärten und gefluteten Straßen.